Ja, bevor wir uns gleich zum Beispiel den Corona-Ausschüssen widmen, der Gemeinwohlökonomie, der Volkswirtschaftslehre, den sozusagen Wirtschaftsweisen, IFO-Institut und so weiter, ganz kurz erst einmal, so das ist unser Tagesbild. Ganz kurz erst einmal so ein paar der Kommentare über die nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, ja. Ja, wobei das vorgesehen ist für Extinction Rebellion, denn die Scientists for Future und die Extinction Rebellion kämpfen ja gegen die kompetenteren Next Scientists for Future und wollen ihre nutzlosen Konzepte immer wieder nur wiederholt sehen, sozusagen. Und jetzt mal ein paar Kommentare jetzt dazu. Also hier wirklich, also zu dem Konzept der Next Scientists for Future. Wirklich ein sehr interessantes Konzept. Endlich mal ein konstruktiver Ansatz und tatsächlich auch gut durchgedacht. Durchdacht, gut durchdacht. Wow, intelligente Menschen, top. Genau das habe ich hier vermisst. Danke. Ich fand das Video genial, motivierend. Genial, ich bin auch dabei. Vielen Dank, unbedingt verteilen. Sollten alle Menschen sehen. Finde den Ansatz sehr interessant. Interessanter Kanal. Exzellent. Ihr schafft das. Weiter so. Na, ich will hoffen, dass wir es wirklich schaffen, denn die mangelnde Intelligenz ist so weit verbreitet, wie gesagt, Scientists for Future, Extinction Rebellion und verrückte Kleinparteien beleidigen uns und bekämpfen uns, weil die mangelnde Intelligenz beleidigt immer die Intelligenz. Das ist leider so. Ne? Damit müssen wir leben. Ob wir es schaffen, steht in den Sternen. Ne? Ja. Vielen Dank für so viel geballtes Wissen. Wirklich interessant. Meiner Meinung nach sehr gut erklärt. Ich ziehe mit. Absolute Spitze. Vielen Dank für die zukunftsweisende Diskussion. Das war mit Professor Manfred Mertens auch, ne? Und einem unserer fähigsten Professoren beim Weltrat. Interessante Info. Sehr guter Beitrag. Danke. Dass das Marktwirtschaftssystem böse ist, habe ich jetzt begriffen. Ja, das ist das Entscheidende. Das ist das, was Next Scientists for Future nicht begreifen, dass das Marktwirtschaftssystem böse ist. Das ist das, die entscheidende Grunderkenntnis, die jetzt durch die Naturwissenschaft belegt, begründet und damit bewiesen ist, naturwissenschaftlich. Ne? Guter Beitrag, danke. Ich hoffe, Ihre interessante Meinung findet Gehör. Sehe ich auch so. Cool. Gutes Konzept, danke. Ich wäre für die Umsetzung. Sehr guter Vortrag. Vor allem bin ich, weil ich schon immer der Überzeugung war, dass der Mensch so manipuliert wurde, beziehungsweise belogen wurde, beziehungsweise er sich auch selber belügt. Ja, also Selbsttäuschung, richtig, wird hier richtig angesprochen. Selbsttäuschung, Selbstbelug und gewinnbringende Irrtümer, karrierefördernde Irrtümer, an die man selber glaubt, also Selbstbetrug und Selbstbelügen, ja, und vorteilbringende Irrtümer. Danke für den Beitrag, auch über den Ka Kommentar zu diesem Dr. Krall, also einem der fanatischsten Vertreter eines knallharten Neoliberalismus beziehungsweise Marktradikalismus, sozusagen Markt, bis alle tot sind, ne? Ich finde deine Fragen überaus hilfreich, ja, um Licht in die Sache zu bringen. Props für Dylans professionelle Quellen. Props heißt sowas wie Lob oder Anerkennung oder irgend sowas in der Art. Müsst ihr mal googeln. Ja, jetzt könnte ich dann stundenlang könnte ich Statements weiter vorlesen, denn es gibt noch viel mehr Statements zu den Next Scientists for Future, denn die haben ja über 50 Jahre nachgedacht über die Welt, ja.
Und wie gesagt, Extinction Rebellion, Scientists for Future, Fridays for Future können nur und ausschließlich mit den Lösungsmodellen der Next Scientists for Future den Kohlestopp 2026 statt 38 noch schaffen. Und ja, aber die wollen ja nicht. Die wollen ja ihre mangelnde Intelligenz weiter verwalten und ihren Unbildung. Ja, dann haben wir hier ich habe ja jetzt längere Zeit immer wieder mal reingeschaut in die Sendung von Thilo Jung, Jung und Naiv mit dem Professor Truger von den Wirtschaftsweisen. Und das beweist nochmal ganz deutlich, dass die VWL einfach die Volkswirtschaftslehre ein völlig wertloses Studium ist, eben weil ohne jegliches naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Fundament, also die Volkswirtschaftslehre der Universitäten ist also kreationistisch. Keine Flacherdler, aber Kreationisten. Das heißt, sie lehnen die Anwendung der Evolutionsbiologie, die über alles geht, alles in der Welt verläuft evolutiv sozusagen, und sie verweigern die Anwendung der Evolutionsbiologie auf die Analyse von Wirtschaftssystemen, Volkswirtschaften, Gesellschaftssystemen und so weiter. Und damit sind sie Kreationisten in Bezug auf Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, ne? Ja, das Studium völlig wertlos. Das hat ja auch Christian Felber erkannt, dass er eben aufgrund dessen er ja die Gemeinwohlökonomie entwickelt hat. Da sind ja eben lauter viele kleine Fehler drin. Ja, sozusagen. Mitbestimmung ist so ein Fehler. Ja, also hier schauen wir es uns mal an, evolutionsbiologisch. Hier hätten wir jetzt ein Unternehmen, das Mitbestimmung praktizieren würde, und das ist ein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter, also ein innerbetriebliches Vorschlagswesen vorliegt, in der die Mitarbeiter ab und zu auch über die Zukunft des Unternehmens mitdiskutieren, aber die Entscheidung fällt der Klügste, nämlich der Unternehmer sozusagen. Und hier fällen die Entscheidung die Masse der weniger Klugen, ja? Und das ist ja dieser Großirrtum, Zentralirrtum all der Linksextremisten, dass sie denken, alle Menschen seien Genies, alle Menschen seien gleich klug. In Wirklichkeit haben wir heute einen Durchschnittswert von nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen und Menschen mit Erwachsene mit 2 Liter Gehirnvolumen und Erwachsene mit 900 Milliliter Gehirnvolumen. Und nach allen evolutionsbiologischen und Naturgesetzen ist es ganz klar zu erwarten, dass im Durchschnitt, nicht jeder Einzelne, die mit den 2 Liter Gehirnen die Genies der Welt sind und die anderen die Strunzdummen der Welt sind mit ihren 900 Millilitern. Ausnahmen, die Korrelationen sind niemals eins, also es wird immer kleine Ausreißer gehen, aber im großen Durchschnitt werden die mit den 2 Liter Gehirnvolumina, die werden auch im Durchschnitt die größte Menge der Genies bilden, sozusagen. Aber das kann natürlich ein Herr Felber nicht verstehen. Da fehlt ihm auch wieder die naturwissenschaftliche Grundausbildung. Und er lebt da auch in Illusionswelten. Und hier wird das eben so sein, die Situation, wo der Unternehmer selbstverständlich mit all seinen Mitarbeitern im Gespräch ist, aber alle Entscheidungen selber trifft, weil er eben der Klügste ist, weil er der Einzige, der ist, der klug genug war, überhaupt das Unternehmen so weit zu bringen, dass es existiert. Wenn der die Entscheidung fällt, dann kann er eben viele Kinder ernähren und wird sich ausbreiten und sein Unternehmen wird überleben, während das, wo die Mitbestimmung praktiziert wird, wird aussterben. Spätestens nach 3 Generationen muss der Laden geschlossen werden. Schon allein in der Konkurrenz zum Weltmarkt nicht überlebensfähig. Ich mache nochmal ein Beispiel. Christian Felber will, dass auch die Mitarbeiter mitbestimmen über ihr eigenes Gehalt.
Und hier hört der Unternehmer nur die Wünsche der Mitarbeiter, aber bestimmt selber, was er maximal Mitarbeitern anbietet. Und sie können natürlich auch jederzeit kündigen, wenn ihnen das zu wenig ist, ne? Ja, und das heißt, dieser sorgt dafür, dass die Löhne wirklich nur die Höhe haben, die die Mitarbeiter auch tatsächlich wert sind und auch im Markt wert sind, im Marktwettbewerb sozusagen wert sind. Und dadurch wird er weltweit konkurrenzfähig, wettbewerbsfähig bleiben und wird auf dem Weltmarkt überleben können und wie gesagt Kinder, Enkel und Urenkel ernähren können und so weiter, während dieses Unternehmen, das sich von seinen Mitarbeitern sozusagen die Löhne in die Höhe schrauben lässt, das wird selbstverständlich pleite gehen. Und dann schauen wir weiter. Bier und Brot, also die Gemeinwohlökonomie, zwei große Beispiele. Bei der Gemeinwohlökonomie ist Biobrot und Bier mit Gemeinwohlbilanz. Die Sendung habe ich noch nicht ganz zu Ende geschaut, aber also das heißt, hier fehlt völlig. Was fehlt hier? Völlige Unkenntnis von Christian Felber und der Gemeinwohlökonomie über die Gefährlichkeiten von Bier und Brot für die Gesundheit. Das spielt also offensichtlich keine Rolle. Ich stelle mir das so vor, dass sogar bei Christian Felber ein Brothersteller und ein Bierhersteller 1000 Punkte, also die maximale Punktzahl einer Gemeinwohlbilanz bringen kann, obwohl Leichen deren Weg pflastern. Ja, denn wie funktioniert es nämlich tatsächlich in der Marktwirtschaft? Ja, hier haben wir also einen Händler. Und der sagt, auf keinen Fall dürft ihr Bier trinken und Brot essen, ihr solltet lieber den ganzen Tag in euren Kommunen Sex haben, euer Glück daraus beziehen und nicht auf Ersatzbefriedigungen. Und ihr solltet naturbelassenes Gemüse und Obst und Pilze und Nüsse und Wildkräuter und alles essen, damit ihr starke Immunsysteme habt und auf keinen Fall Bier, das könnte eventuell Rheuma begünstigen, Brot könnte und Rheuma begünstigen und Bier ist ja auch ein Getreideprodukt. Getreide ist generell schlecht für Menschen und dann ist da auch noch Alkohol drin und so weiter. Als Ersatzdroge bloß nicht und so weiter. Und dieser wird hier unter Bedingungen des Marktes aussterben. Und dann kommt der andere Händler, Frühhändler für Bier und Brot, und der irrt sich jetzt so, und der hat entwickelt also Irrtümer, die sich als gewinnbringend, vorteilbringend und karrierefördernd herausstellen unter Markt- und Arbeitsteilungsbedingungen. Und er sagt, ach nein, Biobrot ist total gesund und so weiter. Ja, oder das Bier, ja, man gönnt sich ja sonst nichts, also das ist auch gesund, ja, und so weiter. Ja, und Sex ist ungesund und schlecht und unkeusch, das solltet ihr lassen. Also das heißt, dieser Händler ist ein Konsumsuchtfördernder, also das Gegenteil von Degrowth und Postwachstum, sondern dieser Händler hat vielleicht 1000 Punkte in der Gemeinwohlbilanz, obwohl er Konsumsucht fördert, Sexualität unterdrückt, und Ersatzbefriedigung wie Bier und Brot verkauft, die schwere gesundheitliche Schäden erzeugen und Krankheiten erzeugen, sozusagen, und kriegt trotzdem 1000 Punkte in der Gemeinwohlbilanz. Ja? Das zeigt, dass Christian Felber überhaupt keine Ahnung von Naturwissenschaft hat, ja. Das heißt also, wie kriegen wir die Lösung? Wie machen wir das richtig? Wie machen wir eine Gemeinwohlwirtschaft richtig? Richtige Gemeinwohlwirtschaft im Gegensatz zur fehlerhaften Gemeinwohlökonomie. Richtige Gemeinwohlwirtschaft machen wir, indem wir hier Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten als Grundlage für alle Verdienstzuschläge machen, sodass also der hier, also dieser Bier- und Brothändler, praktisch keinerlei Verdienstzuschlag bekommen wird, weil statistisch höchstwahrscheinlich die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und auch natürlich die Wirtschaftswunderdaten in der Gesellschaft
durch den Einfluss dieses Bier- und Brotverkäufers sozusagen in den Keller gehen werden. Also kriegt er keine Verdienstzuschläge und wird pleite gehen und wird hier in diese Position gesetzt. Es sei denn, er denkt um und verkauft sauberes Gemüse und Obst und so weiter. Ja, naturbelassene Sachen. Ja, und lässt die Finger von Getreide, ne? Denn Getreide, da sollte man also nur winzigste Mengen von sich nehmen. Ich nehme nur ab und zu ein paar kernige Haferflocken zu mir, die wohl sozusagen vollwertig sind, ne? Und denn Haferflocken sind angeblich immer vollwertig mit vollem Gehalt sozusagen. Ja, aber das reicht dann auch in Getreide, ne? Das heißt also, durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten werden also die Menschen und all diese anderen Sachen, also Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten, diese vier zusammen bringen also, belohnen genau denjenigen, der sagt, nee, ihr müsst wieder alle eure Liebesleben, ihr müsst wieder euer Kommunen-Sexleben aufnehmen, damit ihr zufrieden und glücklich seid und keine Ersatzbefriedigung braucht und eben kein Bier und Brot braucht, sondern dann reicht euch Gemüse, Obst, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter, alles in Ursorten zurückgezüchtet und naturbelassen mit höchster Vitalität und so weiter. Und nur sowas liefere ich euch und so weiter. Und der wird dann sozusagen viele Kinder hinterlassen und Marktführer werden und so weiter, weil eben, und dadurch entsteht Degrowth, ja, dadurch entsteht Postwachstum und dadurch werden auch viele, und dadurch entsteht das Wirtschaftswunder auch, weil wenn die Leute nicht mehr sich krank fressen und krank saufen, werden enorme Kosten im Gesundheitswesen eingespart und wir können und in 20 anderen Reformen werden ähnliche Kosten eingespart und wir können diese Gelder dann haben wir durch diese Degrowth-Prozesse, weil die Menschen weniger konsumsüchtig werden, weniger kaufsüchtig, weniger shoppingsüchtig werden, weil sie immer weniger Ersatzbefriedigungsversuche brauchen, werden wir einen beispiellosen Degrowth- und Postwachstumsprozess kriegen, der Gelder freisetzt, die wir dann als Wirtschaftswunder in der Hand haben. Dann könnten wir da einen Teil an Fridays for Future geben für Kohlestopp 2026 und Scientists for Future und Extinction Rebellion. Aber die wollen ja nicht. Die wollen nur jammern, aber nichts tun und wollen den Kohlestopp 26 gar nicht wahrscheinlich. Warum kann man nur spekulieren? Aber auf jeden Fall ist es völlig unrealistisch, ne? Ohne Realitätsbezug. Diese leider sehr, ja, durchschnittlichen Wissenschaftler. Ne? Ja, dann die Corona-Ausschüsse sozusagen. Ich will gerade mal gucken, ob auch alles schön läuft. Ja, zu den Corona-Ausschüssen. Ja, ich mache hier das Bild noch mal ein bisschen schöner. So, hier vielleicht so: No Coronas. Ja, bei den Corona-Ausschüssen, da stellt man fest, dass da irgendwie wohl vieles nicht funktioniert. Es gibt ja einmal den außerparlamentarischen Corona-Ausschuss mit Bodo Schiffmann und so weiter, der immerhin schon einmal eine Sendung veröffentlicht hat, eine Internetsendung. Und der andere Corona-Ausschuss, da sind irgendwie die Prominenten Mangelware geworden. Professor Wallach ist noch dabei gewesen vorhin, aber wird man sehen. Auf jeden Fall hat er die Zahl der Prominenten drastisch abgenommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Als neutrale Zeugen und würden natürlich die Next Scientists for Future daran durchaus teilnehmen. Aber ich fürchte, dass vielleicht diese Corona-Ausschüsse dann doch zu rechtslastig sind und wieder ihr Sektierertum betreiben wollen und natürlich nicht alle Experten hören wollen, sondern eben doch irgendwo so sich in dem Bereich Verschwörungs-
und rechtsorientierte Irrtümer sich dann doch suhlen wollen, anstatt echte Experten hinzuzuziehen. Naja, mal abwarten, ne? Mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und dann haben wir natürlich wieder, wie immer, müssen wir wieder ganz deutlich sagen, hier die Liste derer mit den großen Irrtümern, aber nicht mit den größten, denn die mit den größten Irrtümern, die haben wir natürlich gar nicht auf der Liste, weil da gibt es so viele davon, die können wir gar nicht aufführen. Das sind die, mit denen es noch sinnvoll wäre, zu diskutieren und zu reden hier. Ja, Hans-Werner Sinn, IFO-Institut, Wirtschaftsweisen, mit denen kann man durchaus noch reden. Auch Christian Felber kann man vielleicht auch noch reden, aber ich habe ja eben genügend gezeigt, was für Zentralirrtümer hier sozusagen all diese Leute haben, die alle irgendwie dem Aberglauben unterliegen, Markt und Arbeitsteilung seien grundsätzlich positiv. In Wirklichkeit handelt es sich um die absoluten Killer und ohne ein planwirtschaftliches Schutzdach darf man Markt- und Arbeitsteilung einfach nicht gewähren lassen. Ja? Und der freie Markt ist das Schrecklichste, was man der Menschheit antun kann. Ja? So, also echtes Postwachstum und Degrowth können nur die Next Scientists for Future, Scientists for Future und deren durchschnittliche Wissenschaftlichkeit, habe ich ja geschildert, die können eben alle nichts erreichen. Ne? Das ist alles Mangelnde. Das fehlt einfach an den Wissenschaftsgenies bei den Scientists for Future und bei all den anderen. Ja? So, und deswegen beleidigen sie ja auch die Next Scientists for Future, weil immer das Inkompetente das Kompetente beleidigt. So ist es nun mal leider. Ne? So, Extinction Rebellion hatten wir erwähnt. Ja, Nachdenkseiten. Ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal einfach bis auf Weiteres die Nachdenkseiten raus aus den Verschwörungstheoretikern, weil es nicht absolut sicher ist, dass die Nachdenkseiten in die Kategorie KenFM, Attila Hildmann und so weiter reingehören. Also, wir tun sie lieber mal hier in die Irrtumsträger, die eben auch den Aberglauben glauben, dass Markt- und Arbeitsteilung gut seien. Aber eben, wir nehmen sie mal raus aus den Verschwörungstheoretikern, denn da habe ich immer noch keinen eindeutigen Hinweis, dass das wirklich die Verschwörungstheoretiker sind. Mal gerade abspeichern. Ne? So, dann haben wir hier ja, das schreckliche ESO-Spiro-Psycho-Nahrungsergänzungsgesundheitsgeschäft. Sehr vorsichtig sein. Ganz vorsichtig, wir denken alle auch natürlich selbstverständlich immer über Nahrungsergänzung nach, aber wir müssen natürlich immer darüber nachdenken, wo wird man nur abgezockt, was ist zu viel, was könnte auch gesundheitsschädlich sein bei Nahrungsergänzung. Bei normalen Vitamintabletten wurde das ja schon lange berichtet, dass das Leben verkürzt wird, wenn man zu viel Vitamine zu sich nimmt oder wenn man überhaupt künstliche Vitamine zu sich nimmt. Also eben Vorsicht mit all dem und ja, und offen sind wir selbstverständlich dafür auch, aber was da so im Internet rumgeistert, ist oft meistens inkompetente Abzocke der von Opfern sozusagen. Und ja, damit müssen wir vorsichtig sein. Ne? Ja, so, ich bin mal gespannt, wann demnächst wieder mal eine Demokratie-Pur-Talkshow, freie Argumente-Plattform. Also wir haben einfach etliche vier, fünf, sechs Leute haben sich angemeldet für die Talkshow, aber die Termine stehen noch nicht fest. Man wird sehen, ob die Leute nicht dann doch den echten Argumente-Austausch scheuen. Ja? So, und für Eilmeldung steht auch nicht an im Moment, also. Ja, das war's mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Ich bin also gespannt, was wird aus den Corona-Ausschüssen. Bis bald, tschüssi.